Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem neuen Format. Ich werde einmal im Monat Mini-Kreuzstich vorstellen, was geworden ist, was ich geschafft habe. Und ja, das war mein erstes Beispiel. Der Tannenbaum, ich wollte ausprobieren, ob das hier in diese Verpackung, in diesen Bilderrahmen reinpasst. Und es passt rein. Das ist nur mein Probestück, beziehungsweise ja. Mal gucken. Ah, hier geht's auf. Ah, so. Und dann kann man das so hinstellen. Ja, dann habe ich natürlich auch weitere Bilderrahmen mir zugelegt. Die will ich euch mal zeigen. Also für die Minis, so klein. Ups, da war es raus. So kleine Rahmen. Ich habe nämlich jetzt meine riesengroße Kiste mal ausgeräumt. Andersrum. Nee. So. Mein Gott. So. Also diese Größe habe ich. Dann habe ich mal ein größeres ausprobiert, Bilderrahmen zu kaufen. Die habe ich hier, glaube ich, von Amazon. Dann habe ich die Sorte, also alles, was so Action und Teddy hergibt. Dann habe ich, das sind auch noch die. Das ist auch noch die Sorte hier. Davon habe ich drei. Dann habe ich so eine Viereckin. Dann habe ich so eine kleinen süßen gekauft. Die Größe. Und die Größe. So, die kommen jetzt alle wieder in meine große Kiste rein. Da sammle ich nämlich alles, was ich zum Thema, sieht man schlecht, zum Thema Mini-Kreuzstich brauche. Und dann habe ich immer alles gleich perfekt zusammen. So, das waren jetzt erstmal die Rahmen. Dann geht es weiter. Das habe ich auch mal in einem Video gesehen. Leider, leider, leider gibt es diese Rahmen nicht hier in Nee, das ist, das sind die, wo es nicht reinpasst. Genau. Das ist sowas Magnetisches. Aber wo habe ich die anderen Rahmen? Ja, seht ihr? Na, das werde ich schon noch finden. Oder wartet mal, ich habe doch hier noch einen Kasten, wo ich alles sammle. Tja, da werde ich mich mal auf die Suche machen, um die zu finden. Na gut. Ja, und zwar werde ich in diesem Video MST, ganz leicht zu merken, kleines Wortspiel, werde ich die Mini-Kreuzstich vorstellen, dann S für Sail und T meine Temperatur, meine neue Temperatur, mein neues Temperaturdiagramm. So, dann hatte ich ausprobiert, auf diesen Matten zu sticken. Da bin ich aber noch nicht zu Ende gekommen. Stramin heißt das. Und dann habe ich
Na, sag mal, jetzt ist hier alles durcheinander gekommen. Dann habe ich hier angefangen, einen Schneepflockenbaum, Weihnachtsbaum zu sticken. Ein Bild hier, so ähnlich wie das, ist schon weg. Wenn ich das Bild dazu finde, ich habe das fotografiert, dann werde ich es mal einblenden. Das habe ich schon verschenkt. Und ich habe ja mir vorgenommen, in jedem Monat mindestens ein zu schaffen. So ein Mini-Kreuzstich. Ja, hier ist noch ein Mini-Kreuzstich. Das habe ich für mich gemacht, um das auszuprobieren. Diese sind von Monet. Da habe ich jetzt 4 Stück, möchte ich jetzt gerne sticken und die dann an meine ehemalige Malgruppe verschenken, wenn ich wieder mal runterfahre. Na, wir gucken mal. Vielleicht kommt es nach und nach jetzt hier zum Vorschein. Dann habe ich verschiedene Stoffe mir gekauft für meine Minis. Die hatte ich auch noch nicht gezeigt. Also, da habe ich jetzt genügend da, um hier wunderschöne kleine Mini-Kreuzstichsachen zu produzieren. Hier in Lila, das ist in Weiß, nee, ach so, das sind nur kleine Stücken. Die habe ich mir damals bei Cross Stitch Corner zugelegt. Da gab es ganz preiswert. Alle 14 CT. So, dann habe ich das Thema Stoffe jetzt hier erledigt. Das kommt auch in meine große Kiste rein. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich hier wieder Platz kriege auf meinen Tisch. So, dann habe ich mir diese Weihnachtsbäume ausgedruckt. Ich habe auch ein riesengroßes, in wunderschönen Ordner zugelegt, wo ich mir diese Sachen aus. Seht ihr, hier ist das, was fertig ist. Dann finde ich die Art auch super schön. Und das hatte ich mir schon mal ausgedruckt, gleich mit allem drum und dran. Das finde ich auch super hier. Ja, und wenn ich genügend habe, dann kann ich die immer mal verschenken, wenn ich unterwegs bin. Dann habe ich den ganzen Schneeflockenset mir zugelegt. Genau, so habe ich erstmal angefangen, mir alles zurechtzulegen und zu sammeln. Und dann habe ich noch hier Weihnachten angefangen, und zwar dieses Bild zu sticken. Das ist von UB Design. Diese 3 möchte ich dann auch noch sticken, wenn ich dann mal Zeit habe. Das muss auch noch in den Ordner rein. Aber ich hatte gedacht, ich habe das hier. Doch, ich habe es hier. Oh, schaut mal.
So sieht das aus. Ich hatte erst weißen Stoff und das war überhaupt, also weiß mit Flocken. Und dann kommt das Weiß natürlich hier nicht zur Geltung und deswegen habe ich einfach noch mal angefangen, hier auf diesem Stoff das zu sticken. Das müsste reichen für diese drei Bilder. Ja, hier ist auch die Anleitung von Vincent van Gogh. Ich habe da einen riesen Laden gefunden bei Etsy, wo ich Tausende von Minis habe. Eigentlich habe ich jetzt zwei Läden davon. Das ist mein aktuelles Bild, woran ich jetzt sticke. Das muss ich gleich wieder ordentlich weglegen. Das ist Nachtdämmerung in Venedig. Das ist so ein grauer Stoff. So beiger Stoff. Da muss ich ja nur nicht aufpassen, dass ich da anständigen Stoff nehme. So, dann habe ich. Ja, da komme ich später noch dazu. So, dann habe ich noch mehr Minis. Und zwar habe ich die alle mal aussortiert, um zu gucken, was habe ich denn überhaupt da, die dann auch noch gestickt werden. Einige kennt ihr vielleicht noch von Unboxings. Hier habe ich geschrieben Minis 2024. Und da gucken wir mal in diese große Kiste rein. Ach, hier sind noch die Tannenbäume. Das habe ich mir auch ausgedruckt. Vier, 16 verschiedene Tannenbäume. So, dann habe ich ja hier zu Ostern mir dieses Kreuzstichbild gekauft, dieses Muster, und werde zu Ostern immer nur ein so einen Hasen ausschneiden, aussticken, und ja, und das kommt dann auch wieder in so einem Rahmen rein. Da freue ich mich auch schon. So, dann habe ich hier mal so eine ganze Serie mir gekauft von Verwako. Das sieht auch schön aus für die Küche. Hier den kleinen Bus von liebevolle Kreuzstichentwürfe. Die habe ich mir damals in Essen gekauft. Das ist auch ganz süß, ganz klein, ganz süß. Dann habe ich hier von dem Menschen ein kleines Bild. 15 mal 15. Dann habe ich hier mit Rahmen auch ein Dimensionsbild mit allem drum und dran. Tja. Also ganz viele Muster und das war mal in so einer Stickzeitschrift, so einer amerikanischen. Da haben wir auch ganz viele kleine weihnachtliche Muster. Schmetterlings. Drei Stück sind hier drin. Mit Garn. Hier ist auch noch ein Rahmen. Ach ja, und das habe ich auch noch von Dimensions. Das ist 17 mal 12. Das ist auch schön. So, dann habe ich das erstmal alles gesammelt und hier habe ich ganz viele bunte Muster. 14 Count. Und dann werde ich das auch in meine große Kiste hineintun, damit ich sofort rankomme.
So, das war es jetzt zum Thema Mini-Kreuzstich. Was ich so 2024. Ach, hier ist noch eine Nadel drin. Ich fasse es nicht. Naja, kann drin bleiben. So. Das habe ich jetzt erstmal schon mal geschafft, beziehungsweise angefangen. Das aktuelle hatte ich doch gerade hier. Ach, das habe ich schon zur Seite gelegt, ne? Ja, ach, sorry. So, das wird praktisch eine Kategorie sein, die ich jetzt nebenbei mitsticke. Und davon muss ich vier unterschiedliche habe ich mir rausgesucht für meine Weibsen. Und das nehme ich dann das nächste Mal mit, wenn ich wieder runterfahre. Das war jetzt zum Thema Mini-Kreuzstich. Da werde ich dann immer mal so ein Update einmal im Monat machen. Das passt in der großen Flosstube nicht mit rein. Was würdet ihr jetzt, wenn der Tannenbaum fertig ist, im Hintergrund Filz draufkleben? Ich bin mir immer nicht so sicher, was man da hinten drauf macht. Wäre schön, wenn ihr das mal schreiben würdet. Jetzt kommen wir zu dem S wie Zähl. Ich nehme ja in diesem Jahr an zwei Zähls teil. Das ist Tati-Zähl. Da habe ich mir jetzt 12 Motive mit den Gnomen ausgesucht und habe hier auch so einen schönen, wunderschönen Stoff, der so ja, blau und grün ist, damit ich hier am Rand, wenn ich das dann ausschneide, noch genügend habe, dass man das auch sieht. Das ist, wird jetzt im Januar passieren. Januar muss das fertig werden. Das liegt bei mir auch auf der Couch, dass ich immer mal nebenher sticken kann. Und dann nehme ich an den Zählteil, und zwar von, ich weiß jetzt nicht, von Etsy, dieses James Webb Teleskop. Da gehe ich aber noch mal genauer ein, wenn ich mal eine Schere, wenn ich damit anfange. Das ist ja Tati-Zähl. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, das wird so Art Weltraumbild. Und da habe ich auch bei Etsy bestellt, nämlich bei Mika Stitch. Und habe nachgefragt, wie sieht es denn aus? Ich mache dies und das und brauche aber 16 Count. Und dann hat sie zurückgeschrieben, ja, sie kann sich schon vorstellen, was mir gefallen könnte. Und hat mir dann eine Woche später, weil sie den Stoff erst noch besorgen wollte, diesen herrlichen Stoff. Guckt mal, wie schön das eingepackt ist. Dieser Sale geht jetzt am 25. los. Ich habe selber noch nicht reingeguckt in die Kiste. Da wollte ich warten, bis ich ein Video mache. Pflegehinweise. Ach, und dazu habe ich mir noch gewünscht, dass ich den Stoff, das kann man nämlich mit eingeben, abgekettet ist. So. Und das wird jetzt mein Stoff für diesen Weltraumzähl. Ist der nicht irre? Ich hole ihn noch mal ein bisschen ran. Ah, das ist dunkler als im... Jetzt sieht es wieder besser aus. So. Dann bin ich also vorgerüstet jetzt für meinen zweiten Zähl. Wie und was davon mache ich dann nochmal ein Video.
dann im Februar. Ja, also ich habe mich echt gefreut. Ach, hier ist noch die Rechnung drin. So. Das war der Buchstabe S für Zähl. Mal 53 Sternenhimmel. Ja, irisierender Stoff. Genau, steht hier gleich sogar noch mit dran. Und jetzt kommt das T. T für Temperaturdiagramm. Und da habe ich mir in diesem Jahr was anderes ausgedacht. Das ist 16 Count. Auch ein bisschen mit Glitter. Und zwar wären es jetzt solche, ja, Reihen, kann man sagen, bis Dezember. Das ist die Januarreihe. Und hier kann ich die Tiefst- und die Höchstwerte einstecken. So, das ist der 1. Januar. Ja, da war es erst die Tief, klar, war kalt und dann hier grün. Heißt schon, es war schon ein bisschen wärmer. Ich brauche noch ein bisschen Garn. Ich habe das auch auf extra Garnkarten gemacht. Die zeige ich euch gleich mal. Das ist mein Mäppchen. Hier ist eine Tabelle. Da habe ich mir die besten ausgesucht, was so jetzt hier in unser Klima reinpasst. Und da das ja ein Jahresprojekt ist, habe ich mir hier diese Garnkarten beschriftet. 16 Grad sehe ich dann nämlich auch gleich. Und da brauche ich die 677. Und hier bei 15 Grad, seht ihr, brauche ich die 15 DAC bzw. CXC. Das habe ich schon bestellt, das ist schon unterwegs. Ja, da sind einige jetzt schon dabei, die jetzt auch die neuen Farben mit reinnehmen. Und deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen. Und dann mache ich mir, je nachdem, welche Farbe ich jetzt brauche, zwei Fäden auf die Garnkarte und dann habe ich erstmal eine ganze Menge. Ihr seht, es geht sogar bis 12 Grad hoch. So, das habe ich erstmal erledigt. Mein Baum, den habe ich im Januar abgeschrieben. Da haben mir die Blätter überhaupt nicht gefallen. Also, das sah schrecklich aus in meinen Augen. Aber wenn ihr mal schaut, es wären jetzt praktisch 12 Streifen. Und daneben bekomme ich nochmal und darunter auch nochmal die. Es ist genügend Stoff da, habe ich ausgemessen. Und dann kann ich praktisch dieses Temperaturdiagramm, jedenfalls so habe ich mir das eingebildet, 4 Jahre hier auf diesem großen Stoff sticken. Wird ungefähr bis hierher gehen und dann die nächste Tabelle 24, 25, 26, 27. Ich bis dahin noch lebe. So, das war's jetzt erstmal dazu von meiner Kategorie Mini-Kreuzstich, Zähl- und Temperaturdiagramm. Und da seht ihr dann monatlich ein kleines Update. Oder wenn ich wieder was Neues gefunden habe, stelle ich euch das vor. Da freue ich mich wirklich schon drauf. Ja, ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Celine.